Hals da hier besser aufnehmen, dass man das auch sieht. Frisch gewaschen, keine Sorge, Leute. So, kurze Rede, gar keinen Sinn. Ich habe noch nie gesehen jetzt bei Cosplay, dass man so einen Torso kaufen kann. Wie bist du da drauf gekommen? Wo hast du ihn gekauft? Wie zieht man an? Wie zieht man aus? Die gibt's auf Amazon. Anziehen geht relativ einfach, also das geht super easy. Ausziehen ist nur eben schwierig. Bei mir nicht, weil ich bin ein bisschen stärker. Also beim Ausziehen braucht man immer entweder jemanden, der einem hilft oder halt vorher ein bisschen Babypuder rein, damit das ein bisschen besser rutscht und nicht so klebt. Okay. Wie ist das Wärmegefühl da drunter? Das geht tatsächlich. Also das Zeug ist extrem atmungsaktiv. Okay. Das ist tatsächlich relativ angenehm. Also ich glaube, so bei 40 Grad wahrscheinlich wäre es dann schon wieder schwierig, aber momentan. Also momentan nicht schwitzen, nicht frieren, nichts. Nee. Und wenn du rausgehst, ist dann auch eher kalt oder? Das geht. Also obenrum ist mir warm. Untenrum dann eher weniger. Aber, naja. Okay, sprachlos. Das erste Mal, dass ich hier sprachlos bin. Aber habe ich noch nie gesehen, aber echt super. Danke für die Info und ich schaue da garantiert nach. Naja, die gibt es auch in verschiedenen Größen und auch Farben und so weiter. Okay. Und das Coole ist halt, wenn man da Make-up draufpackt, kann man das ganz einfach wieder abwischen. Heißt also, man kann das Ding dann auch für mehrere Sachen benutzen. Also morgen benutze ich das dann auch nochmal für ein Assyrian. Ach, du hast es jetzt drauf gemalt. Genau, und dann wird das hier morgen alles weggewischt und dann halt eben durch hier zwei so eine Bisswunden ersetzt. Aha. Okay. Vielleicht sehen wir uns morgen wieder. Morgen mache ich Dr. Strange. Das ist cool. Und dann vielleicht bis morgen. Und danke für die Info. Schönen bitte, Tag bitte. Noch. Schönen Hast du eigentlich das Kleid hier? Von der Webseite My Lolita Dress Shop. Okay. Das geht mit 3D-Drucker. Nee, das geht alles Hand. Ach du Schande. Und wie lange dauert sowas? Da sitzt man ein paar hundert Stunden dran. Er hat gestern auch noch oder heute früher noch ein bisschen. Endlich mal einer, der was ehrlich sagt, weil alle sagen, oh, vier da, ah, drei da, ach Gott, das ist gleich gemacht. Nee, das ist ein bisschen was, ja. Da haben sie auch Bündel gebaut für morgen. Wahnsinn. Also morgen sind wir auch noch mal ganz interessant. Also quasi, ist das gegossen oder? Nee, das ist, du kennst vielleicht diese Puzzlematten aus dem Fitnessstudio. Ja. Das ist sehr ähnliches Material, das heißt, das sind überall. Das sind alles Platten, die wie beim Schneidern zusammengeklebt werden. Mhm. Und dann fängt man an, das runterzuschleifen, die ganzen Details draufzusetzen, die Knochen zu modellieren. Irgendwie sowas wie die Nieten, die Aufbauten und sonst irgendwas. Und dann, dann überall mit Lederbändern und sonst irgendwas zusammen machen. Und das ist dann hält, ja. Echte Tattoos nehme ich mal an. Ja, ich habe noch mehr. Jetzt erzählst du aber hier. Aber nicht passend extra zum Rock machen. Nee, nein, nee. Das ist Zufall. An den Beinen habe ich noch mehr. Wie bei der Tochter. Auch Kontaktlinsen drin? Nee. Echt jetzt? Passend zum Cosplay? Ist keine Kontaktlinsen. Wahnsinn.
Ja, grüße meine Freunde, wieder im Auto. Ja, was sagt ihr dazu? Wie war's? Schön war's. So ein kleines Abschlussresümee. Anstrengend. Anstrengend. Ich habe nichts, nichts gekauft, das ist ja eigentlich schon fast ein bisschen peinlich. Birgit holt das nach. Oh. Ich will nur nicht dabei gefilmt werden. Ein komplett neues Gesichtsgefühl. Da weiß man erst, wie schön das sein Gesicht ist, wenn man so drüber streicheln kann. Oh, es ist schön. Ist spannend. Ne, Birgit? Ja. Machen wir aus. Weil das ist nämlich sonst schlecht. Wir sind heute zwei, dreimal fotografiert worden. Aber nur maximal. Nur maximal, oder? Maximal. Zwei, dreimal, ja. Ja. Kannst du aber schon ein oder zwei oder drei Nullen hin machen. Ich hätte, du musst nicht irgendwie daraus. Daraus? Daraus, ja. Es waren auch sehr schöne Cosplay am Start. Wir sind ja jetzt, wann waren wir ungefähr da? Um 10 Uhr, ne? Ja. Ja, eigentlich Punkt 10 Uhr. Ja. Bis wir dann drinnen waren, also beim Cosplay-Check, glaube ich, war es Viertel nach 10, halb 10. Der dieses Jahr nicht stattfand, der Cosplay-Check. Sehr seltsam war, aber sagen? Man weiß ja nicht, was morgen ist. Ja. Auf jeden Fall war kein riesengroßes Zelt aufgebaut wie letztes Jahr, wo sie alles auseinandergenommen haben. Muss ich rechts? Ich muss rechts. Da ja, rechts. Die Einmal das ist Straße. Wurscht, aber ich glaube, rechtsrum tun sie auf die Autobahn ausleiten. Okay, ja, also der Cosplay-Check war extrem enttäuschend, weil wir schon vorbereiten und E-Mail und so weiter und so fort. Ja. Weil wie letztes Jahr war es ja so, dass ich das per E-Mail geklärt habe, weil wir ja nicht wussten. Und da haben sie uns dann im Zelt aufgehalten und wollten die E-Mail sehen, sonst hätten sie uns tatsächlich nicht reingelassen, weil sie sehr unsicher waren. Und dieses Jahr habe ich es auch wieder vorgeklärt, weil ich dachte, hey, die E-Mail vom letzten Jahr werden sie wahrscheinlich nicht zählen lassen. Und aber dieses Jahr war es irgendwie nur so, oh hey, ihr habt Waffen, oh, ist es nicht Metall, dann passt es. Ja. Ist so was zumindest, also kann morgen oder übermorgen auch anders sein, weil heute ja sowieso wenig los ist. Ja, wir haben Herbert das Klebchen gesehen vom letzten Jahr. Gut. Ja. Ja. Was also ich aber an dem Saruman-Stecken nicht dran habe. Achso, das ist runtergefallen. Ja. Also lasst eure Aufkleber drauf, wenn ihr irgendwo kontrolliert wird und wisst, dass er ja wieder drauf hinfährt, dann ist das eigentlich nicht mehr so schlecht. Obwohl ich habe auf Pfeil und Bogen auch nichts gekriegt. Ja, also ja, deins haben sie ja gar nicht angeschaut. Nee. Nicht einmal auf die Pfeilspitze, ne? Ja, der wollte nur wissen, da habe ich gesagt, nö, ist ein abgeflext, ja, okay, alles gut. Ja, wollte nur wissen, aber normalerweise, ja, nein, ne, weißt nicht, nicht rausgenommen, ja, ja. Deswegen habe ich es ja extra gemacht, dass man es rausnehmen kann. Eben. Gar nichts. Also, das hat man auch schon ganz anders. Und auch den Bogen, echte Sehne, wäre normalerweise nicht geduldet worden, aber da ich sie nur mit Tesa dran geklebt habe, war das auch kein Thema. Ja. Also, aber wie gesagt, 10 Uhr rein, fast 18 Uhr raus. Nee. Wie viele Hallen haben wir geschafft? 50? Ja. Anderthalb. Anderthalb. Ah. Ohne was zu kaufen. Wir sind auch sehr oft fotografiert. War schön. Ja, wir haben auch sehr schöne Gespräche gehabt, muss man sagen. Ja, ja. Also lange mit Gespräche. Allen durchgängig. Es war keiner dabei, der irgendwie blöd war. Oder nee. So. Nee. Was ich aber jetzt neu fand, ist dieses Gummiplastik-Brustding. Das gibt's aber schon immer. Ja. Das ist, es hab ist, ich aber ja, noch aber nie das gesehen. Habe ich so jetzt auch noch nicht gesehen. Das ist tatsächlich Standard, dass das Cosplayer verwenden. Okay. Das ist, auf Gott auf Deutsch, das ist so eine Art Schaummatte. Ja, okay. Aber doch nicht das so gut macht. Ja, aber dass das wirklich zum Reinschlüpfen und so gut sitzt. Ja. Und, meistens ist es so gut versteckt, dass du nicht merkst, dass es das ist. Ja. Ja. Okay. Naja, dann hätte ich gesagt, wir ziehen uns um, gehen dann noch ein bisschen Speis und Trank und dann rühmen wir uns dann morgen wieder. Akku hat kalten, also ja, nicht schlecht. Einen hast du noch, oder? Nein, ich habe 4. Achso, naja, das ist ja alles gut. Also alle guten Dinge sind 3 haben wir noch. Ja. Also wird es morgen auch locker reichen. Ziemlich warm war es, obwohl es so kühl war. Ne? Also bei ja, draußen war es halt kühl und innen war es wieder warm, weil sobald die Sonne drauf scheint, hat sich das in der Glaskuppel. Also im Sommer 20 Grad wärmer, Maggie, wäre super. Hä? Eher mal nicht. Also für mich war es eigentlich genau angenehm, weil du konntest rausgehen, wenn es zu warm war und es war draußen auch auszuhalten ohne Umhang. Also war okay. Ich muss Richtung Magdehalle Flughafen, das muss ich glaube ich eins, muss ich links. Also, dann sag mal, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Oder dass ihr bis so lange durchgehalten habt. Und dann, morgen kommt dann auch für euch der zweite Teil raus. Also, ciao!